Fechtkeller. Alter, dieser Ladebildschirm. Ach, Nintendo, habt ihr es nicht vor? Auf dieser Bühne ist ja alles ganz durcheinander. Das sieht nicht aus wie eins unserer Stücke. Wenn ihr sofort angreifen würdet und nicht erst irgendwie... erst so rumposieren würdet, hättet ihr mich schon wesentlich besser in Schach halten können. Aber diese Lappen müssen ja erst posieren. Warte mal, ich will nochmal zurück. Da fehlt doch was. Hier habe ich den ersten gefunden. Ah. Die sind nicht einfach zu finden. Da muss man schon echt dran. Fliegende Gegner sind einfach ein Unding. Ah, ich kann den nach oben Sprung nicht machen. In dieser 3D-Ansicht kann ich den nach oben Sprung, den hier nicht machen. Die Küchen sind cool. Also, finde ich ganz nett. Nein! Ich brauche Hilfe. Ja, dann lass mich doch erstmal hier aufräumen, okay? Danke. Dieses Schwert ist so stark, dass es andere Schwerter schneiden kann. Es ist der Fechtfunkeli. Keine Sorge, wir retten dich. Dein Kostüm, wer bist du? Und ist das Stella? Sei vorsichtig, denn hier ist es sehr gefährlich. Na komm her, du Lümmeltüte. Ich besiege euch im Namen von Frau Grape. Kann mich schwer nur lappen. Ausgezeichnet. Easy peasy. Im Namen von Frau Traube. Immer. Der Degen sich gerade gebogen. Das war irgendwie weird. Oh, perfekt. Gib mir den Gnadenstoß. Und jetzt voll in die Nase. Danke für die Rettung. Wir müssen fliehen.
Ein Angriff aus dem Hinterhalt wie feige. Ich blocke, du greifst an. Das lief doch gut. Ah, Stella Schleife erhalten. Arena des dunklen Fechters. Ah. Fortsetzung folgt. Wunderbar. Ah, ich habe mir noch Schokolade gekauft. Eine Tafel weiße Schokolade. Ja, Justin kotzt jetzt erstmal auf sein Bildschirm. Bleh. Weiße Schokolade. Bleh. Mein Bürostuhl steht ein bisschen im Weg. Aber Zeit für einen neuen Schreibtisch. Das ist auch seine 500 Euro. Naja. Wenn ich jetzt erst zweimal Wochen nicht zu Anna gefahren wäre. Wir können sicher auch andere Funkelis retten, indem wir die Schurken aus ihren Stücken vertreiben. Ich danke euch beiden, dass ihr mich gerettet habt. Die Schurken haben mich meiner Kraft beraubt und eingesperrt. Diese Bösen, nun kann ich wieder andere beschützen, doch erlaubt mir zuvor erst meine Dankbarkeit auszudrücken. Die lacht den aus für eine Kackverbeugung. Super. Geh mir zurück in den ersten Stock. Ja. Kann ich das nicht sammeln und die Dinge am Stück durchpetzen? Mein Kohle haben wir genug. Wir können uns theoretisch alle Kleider kaufen. Oh, das ist ja cool. Okay, das mit den Rosen gefällt mir. Nein, ich möchte das nicht tragen. Ich möchte den Kram nur kaufen. Toll, Farben. Wow. Dafür gebe ich auch kein Geld aus. Okay, das mit den Rosen sieht cool aus. Da kann auch unsere Yuna nichts dagegen sagen. Hoffe ich. Die Tür ist weg. Die Fäden auch. Schlimm, ne? So, die Meisterdieben haben wir gepackt. Hier waren wir nochmal fechten. Oh, Yuna, was wollen wir zunächst machen? Du hast hier volle Meinungswahl. Wir können entweder hier, ich glaube hier hinten, das ist Eiskunstlauf. Und das hier ist Dingsbums, Detektiven. Oder? Oder das könnte wieder der Spion sein. Eiskunstläuferin. Ich hoffe es zumindest. Tanz der Eisblumen. Oh, das hört sich doch schön an. Letztens ein Mann bei Amazon im Angebot für 51 Euro. Na, 51 Euro. Oh Mann. 30 hätten geschickt, Nintendo. Hast du eigentlich bei Stellar Blade zugeguckt, Yuna? Wir haben das jetzt beim dritten Mal durchgespielt. Ich habe am nächsten Tag habe ich halt auch nichts gemacht und habe die Parts einfach nur Stück für Stück zusammen. Stück für Stück zusammengeballert. Also die werden auf YouTube auf jeden Fall kommen. Das ist eine Eiskunstlaufshow. Das wird toll. Wie sie ausrutscht.
Dem passiert doch irgendwas. Das siehst du, habe ich mir doch schon fast gedacht. Money, money, money. Zur Schau geht es hier entlang. Oh nein! Du böser Schuft. Hier ist Schluss, Haar. Kein von euch, kein Stück weiter. Oh, wie furchtbar. Wir sollen mit zur Show kommen. Unsere Pirouetten sind nicht elegant genug. Ach so, wir müssen die ja ein bisschen... Du hast uns wieder Schwung gegeben. Sieh dir die Show doch an. Wir warten schon. Na dann. Die Show ist ein totales Desaster. Oh nein, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Seht her, das ist unsere Show. Wo sind denn die echten Tänzerinnen? Naja, schlecht laufen die jetzt auch nicht. Wir müssen etwas unternehmen. Wo sind denn die Tänzerinnen? Ja, wo sind sie nur? Ach, die Tänzerinnen. Was war das für ein Schrei? Was kam aus Richtung der Umkleide? Oha. Jungs, bitte wegsehen. Wer weiß, ich jedenfalls nicht. Danke für die Rettung. Ich bin frei. Ja, jetzt habe ich wieder den Dreh raus. Kein Problem. Dank dir kann die Show weitergehen. Ich habe eine Idee. Warte kurz hier. Mit uns auftreten? Das ist die Eiskunstläuferin Funkelkraft. Damit holen wir uns die Show zurück. Auf jeden Fall. Na dann. Also wenn das mal keine Anlehnung an Elsa ist. Time to shine. Nintendo's Frost. Let it go, let it go. Was für ein fesselnder Anblick. Zeit für die richtige Show. Es kommt der Moment, an dem ihr alle die Show genießen könnt. Oh wei.
In der Nähe der Oh, schick. Schick, schick. Funkelnde Pirouette und Sprünge. Oha. Das ist cool. Ah, das ist richtig challenging. Und jetzt Zeit für das Finale. Was ist, alter Schwede? Oh nein. Halt, warum ich? Ich fühle mich so komisch. Ihr gehört jetzt zu mir. La 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 la. Arme Tänzerin, wir sollten ihm lieber folgen. Okay, rückwärts ist auch cool. Ich habe keine Ahnung, was das Schleifchen bringt. Slalom. Nein! Ich muss nochmal zurück. Oh Mann. Aua. Peach macht uns den Schwanensee. Der sterbende Schwan. Ja komm, nur Münzen. Ja, könnt ihr mal schreiben, wie euch das Spiel gefällt. Mir gefällt es tatsächlich ganz gut. Hier sind sie hingegangen, aber wo sind sie überhaupt? Da sind sie. Naja. Ich finde es auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Bist hier um die Tänzerin zu? Ich bin unschlagbar, aber versuch es ruhig. Es geht. War noch nie ein Fan von Mario-like Spielen. Okay.
Umkreisen wir ihn für das Finale. Ich finde die Level ganz in Ordnung. Die machen Spaß. Sie sind abwechslungsreich, wiederholen sich selten bis jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und sind auch nicht lang. Zum Beispiel Mario Wonders. Naja, hast halt immer ein anderes Jump'n'Run-Ding, aber. Oh, Eisläuferkleid. Ich muss noch ein paar Mario. Wir können ja tatsächlich gemeinsam, wenn ihr wollt. Also, was heißt gemeinsam? Ihr könnt ja nicht mitspielen, aber ich kann ja dann später nochmal eine Runde Mario Kart anschmeißen. Ich muss da noch ein paar Goldcups holen. So, dann haben wir die Eiskunstläuferin Peach auch jetzt mittlerweile geschafft. Toll, haben sie jetzt an der Verpackung so viel gespart, um Verpackungsmaterial zu sparen. Dass du die halbe Packung kaputt gerissen hast. Super, machen wir hier weiter. Das verschwundene Relief.